Natürlich werden das alle von euch gewusst haben, selbst die, die das Spiel überhaupt noch gar nicht gespielt haben, ist ja völlig klar, denn ihr seid, ich bin der Casual Gamer, ihr seid das natürlich nicht. Das steht ja definitiv fest. Nein. Na gut, okay, egal. Wir müssen mal schauen, wo wir jetzt weiter können. Ich glaube, das ist eine super Missile-Panzerung. Okay, das ist unser nächster Weg. So, den fliegenden Freund lassen wir einfach mal in Ruhe. Und dann, genau, gehen wir hier hoch und da durch. Den kümmern wir uns mal hier von der Unterseite. Und ja, hier können wir jetzt durch. Sehr schön. Ah ja, die Tür bleibt auch offen. Ah ja, okay, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite, wo wir vorhin diesen Fahrstuhl darunter bewegt haben. Und, okay, laut Karte ist da noch etwas. Obwohl, ja, ich gehe nicht davon aus, dass das da unten irgendwo drin hängt. So, ah ja, okay, jetzt sind wir wieder hier. Da ist eine weitere Super-Missile-Tür. Ja, gehen wir auch erstmal hier weiter. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, wo dieses Objekt da liegt. Auf jeden Fall kommt da wieder dieser komische Wal angeflogen. Ach, Mann. So ein bisschen was von einem der BTs aus Death Stranding. Die, die das Spiel bis zum Ende durchgespielt haben, wissen, glaube ich, was ich meine. Aber okay. So, nochmal gerade hier nachschauen. Das. Ah ja, okay, da oben, da brauchen wir den Speed Booster. Ah ja. Ich glaube, hier ist jetzt auch eine Tür, wo ein, genau, wo ein Transportmittel ist. Und hier müssen wir den Anlauf nehmen, aber vorher diese Tür öffnen. Ja, springen sollte man natürlich vorher auch noch. Ach, scheiße. Knapp. Vorbei. Hätten wir ein bisschen später abspringen sollen. Jawohl. Und das alles für einen, ich wollte fast schon sagen, lumpigen Missile-Container. Aber man soll diese ja auch ehren, ne? Na gut, dann fahren wir mal mit dieser Transportbahn nach... Oh, in ein neues Gebiet. Nach Elun. Okay, sieht ziemlich klein aus. Mal schauen, was da so ist. Geht zwar nicht weiter nach oben, aber womöglich schaffen wir es, vielleicht irgendwas hier zu bewegen. Okay, da ist aber natürlich der Weg, wo wir hergekommen sind. Da ist ein Speicherraum. Kann ein gutes und ein schlechtes Zeichen sein. Auf jeden Fall speichern wir erstmal wieder, das ist klar. Was ist das? Ist hier eine große Festung oder sowas?
die Tür klopfen und fragen, ob ich ein Ei borgen kann. Ist anscheinend nicht notwendig. Denn irgendjemand oder irgendwas lässt uns hier einfach mal rein. Kamera? Oder Scan abgeschlossen. Okay, anscheinend sind wir wohl wirklich willkommen hier. Denn selbst nach diesem Scan wurden wir nicht irgendwie als Eindringling eingestuft oder so. Naja, ich weiß es auch nicht genau. Irgendwas geht da hinten kaputt. Kommen wir nicht durch. Das scheint eine andere grüne Tür zu sein. Aber hey, der Boden ist immer eine Option. So, weiterer Mothball-Tunnel. Oh, da ist eine rote Tür. Fällt hier irgendwie alles auseinander. Aber sieht auch wie so ein... Ja, es hat schon irgendwie so eine palastartige Atmosphäre, würde ich fast schon sagen. Was ist... Oh mein Gott! Sie leben, wirklich. Heilige Scheiße. Ja, sie sind wirklich lebendig. Oh mein Gott. Und das nicht nur in kleinen Zahlen. Diese verdammten Parasiten haben tatsächlich überlebt. Oh Mann. So ein verdammter Mist aber auch. Und wir können wohl davon ausgehen, dass es nicht lange dauern wird, bis die sich hier auf dem ganzen Planeten verbreitet haben. Ja, das heißt jetzt natürlich auch, was das Besiegen von Gegnern angeht, sind wir jetzt quasi, ja... Nicht quasi, wir sind jetzt da wieder bei Metroid Fusion angelangt. So, ja, okay, ich dachte mir schon, dass hier irgendwas mit dem Speed Booster ist, aber das ist, dürfte nicht allzu schwierig sein. Ja, Metroid Fusion lässt natürlich grüßen mit dem X-Parasit, den wir jetzt hier gegenübertreten müssen, wollte ich sagen. Oh Mann, das kann doch... Also, das kann wirklich nichts Gutes heißen. Vor allen Dingen, wenn sich dieser scheiß Parasit mit größeren Gegnern in Verbindung setzt. Aber ich will da noch gar nicht dran denken. Ich denke jetzt erstmal daran, dass wir hier was Neues finden. Und das ist der Plasma Beam. Oh yeah! Bestens. Superb. Ein gewaltiger Beam, der mit Plasma mehrere Gegner auf einmal durchstoßen und Robotern Schaden zufügen kann, ohne aufgeladen werden zu müssen. Drücke Y, um zu feuern. Der Plasma Beam kann auch Plasma Beam Panzerungen zerstören. Ah ja, das sind diese grünen Türen mit diesem Art elektromagnetischen Schild, was wir damit jetzt durchdringen können. Aber natürlich viel wichtiger ist, der ist natürlich eine extrem starke Waffe. Autsch. Und ja, um jetzt solchen Robotergegnern etwas anhaben zu können, wie das da auch stand, brauchen wir die Waffe nicht mehr aufzuladen. Was uns auch bei vielen Bosskämpfen ein wenig Abhilfe schafft. Spoiler-Alarm. So, jetzt... Ah ja, da ist er.
Der hatte sich tatsächlich noch nicht mit einem X-Parasit in Verbindung gesetzt, aber ja, die sind nicht unbedingt als seltene Gegner zu betrachten, ganz im Gegenteil. Und da oben sehe ich schon wieder eine Tür, die uns irgendwas Gefährliches einbringen wird, wo wir von ausgehen können. Und es führt auch kein Weg daran vorbei. So, was ist noch eine Shoso-artige Statue? Oh, diese scheint zu leben. Der sieht aus wie Ravenbeak, vielleicht ein Krieger der Morkin. Hat auf jeden Fall ein langes Speer und zögert auch nicht, diesen gegen uns einzusetzen. Ah, Igitt. Ist der von dem X-Parasiten befallen? Oh, scheiße. Boah, Mann, das macht Schaden, ey. Alter Verwalter, ey. Kann ich mich von dem hier noch so abzocken lassen? Keine Chance. Ja, besonders diese schwarzen Bodenwellen da, die er da auslöst, die tun uns extrem weh. So. Nee, und diese Scheiße hier mit den Kontern, die werde ich nicht mehr versauen. Das ist mir schon früher zu häufig passiert. Und tatsächlich ist da ein roter X-Parasit drin. Gottverdammt. Und da ist ein Energietank. Aber von dieser Seite kommen wir da nicht heran. Vielleicht von hier oben. Nee, auch nicht. Aber von da hinten, da kann man doch ranspringen, oder? Jawohl. Jo, sehr schön. Bin ich doch sehr dankbar für. So, da geht's dahin zurück. Dann gehen wir doch mal erst hier oben lang. So ein kleiner Irrgarten aus Morphball-Tunneln. Und ein Missile-Container. Okay, das scheint eher der Weg hier zurück zu sein. Jetzt auch nicht durch. Na gut, war wahrscheinlich von abzusehen, dass das nicht so einfach ist, den zu erreichen. Ah, okay. Müssen wir wahrscheinlich irgendwie von der anderen Seite bewerkstelligen. Ich wollte gerade sagen, nee, du kriegst mich nicht, Freundchen. Den können wir nämlich nicht auskontern, da der unter Strom steht. Aber dann laufe ich natürlich in den Kerl hinein und okay, da kommen wir nicht durch. Diese Blöcke können wir nicht zerstören. Können wir noch nicht zerstören. Von diesen Objekten haben wir doch schon mal gesehen. Aber so wie es aussieht, an das können wir tatsächlich rankommen.
unbekannte Ressource erhalten. Du kannst dieses Item noch nicht verwenden. Okay. Das klingt irgendwie nach Zero Mission. Vielleicht ist unser Anzug inkompatibel oder sowas. Na gut, müssen wir wohl vorerst so hinnehmen. Und auch, dass wir durch diese Runde hier sonst wohl nichts weiter gekriegt haben. So, dann gehen wir doch mal einmal hier durch den Bossraum hier zurück. Und nehmen dann diese Tür, die wir vorhin schon mal geöffnet haben. So, was ist jetzt? Oh, scheiße. Ja, dadurch, dass wir wohl diese Festung geöffnet haben, ist es den X jetzt möglich zu entkommen und sie werden sich höchstwahrscheinlich jetzt auf dem ganzen Planeten verteilen. Welch ein Glück für uns. Glaubst du nicht, ich hätte dich vergessen, oder? Ja, das klingt super, ey. Das klingt echt super. Oh Mann. Ein Planet, nicht diesmal nicht eine Raumstation voller X, sondern ein ganzer Planet voller X. Welch Freude das doch frohlockt. Naja, mit unserem neuen Plasma-Beam gehen wir erstmal wieder zurück nach Gavorn. Und schauen mal da, ob wir da ein wenig was ausrichten können. Oder wenn ich gerade mal auf die Uhr schaue. Ja, ich glaube, es wird mal gleich Zeit für eine kleine Pause. Würde ich mal so spontan sagen. Ich glaube mal so irgendwie noch zur nächsten Speicherstation oder so. Und dann reicht es erstmal für die heutige Session. Wir haben ja auch eine Menge erlebt. Und ist das X jetzt in dem Raum, wo ich glaube, dass es ist? Das sieht aus wie dieser Kontrollraum, wo unser Freund... Oh nein, oh nein! Verdammt. Verdammte Scheiße! Oh Mann! Na, richtige Klasse ist das. Der X hat Quiet Rope übernommen und hat mal eben wieder diese beschissenen Emmys aktiviert. Na super. Hätte kaum besser kommen können. Oh, klasse, Mann. Klasse. Genau das, was uns gefehlt hat. Erst eine X-Invasion und jetzt tausende Emmys sind es nicht, aber die Emmys sind wieder aktiviert und ich gehe mal stark davon aus, dass die auch wieder mit großem Spaß und Freude Jagd auf uns machen werden. Da wird sich der gute Ravenbeak wahrscheinlich ins Fäustchen lachen, wenn er das nicht selber so zufällig geplant hat. Au. Aber okay, Adam hat noch was für uns. Der wird sich wahrscheinlich auch über diese X-Invasion freuen. Die X wurden freigelassen und haben sich nun auf dem gesamten Planeten verteilt. Das ist zweifellos das Werk von Ravenbeak. Seine Bedeutung ist mir nach wie vor ein Rätsel. Aber deine Metroid-DNS macht dich immun gegen die X-Parasiten. Du kannst sie sogar absorbieren. Vielleicht hat das ja etwas zu bedeuten. Kennst du aus dem letzten Spiel? Die X sind hier und erobern den Planeten. Sie müssen vernichtet werden. Begib dich schnell zu deinem Schiff, Samus. Ich bin sicher, werden wir machen. Hier ankommst. Ja, ich habe auch noch Selbstvertrauen, selbst nach den letzten Ereignissen. Aber wie dem auch sei, wir werden jetzt erstmal eine Pause für diese Session einlegen.
Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß soweit und auch wenn ihr, dabei danke ich mich natürlich auch, wenn ihr Kommentare und dergleichen alles hinterlassen habt. Dann würde ich sagen, wie immer, tschüss, bis zum nächsten Mal und keep gaming.